Mein Vater hatte das auch schon, dass Trecker gegen eine Straßenlaterne gefahren wurden oder in einen Baum eingefädelt sind oder so. Also es ist einfach scheiße. Den Häcksler, den wollen wir jetzt heute nach Rothenburg fahren. Das sind so circa, weiß ich gar nicht, von hier irgendwie 30, 35 Kilometer. Also halt eine Stunde, dreiviertel Stunde Fahrt. Der geht da einmal zum Service, der wird da durchgeguckt, dass er halt jetzt das Jahr über vernünftig läuft. Das Gebiss angebaut, das geht mit einmal in die Werkstatt. Ja, dann müssen wir jetzt noch verriegeln und die Hydraulik anschließen und dann können wir los. Ich glaube, so ist verriegelt. Mit dem Häcksler auf der Straße fahren, da muss man sich konzentrieren. Gerade weil das ja ein Hecklenker ist, ist er sehr sensibel an der Lenkung. Also der lenkt sehr schnell hinten ein und dann fängt er an, so hinten halt auszuschlagen. Gerade wenn man jetzt im Straßenverkehr unterwegs ist und die Straßen sehr schmal sind oder ein LKWs oder so überholen oder auch Autos, da muss man schon sich darauf konzentrieren, dass man da nicht zu hektisch lenkt. Warum geht die Tür denn auf? Noch nie gehabt. Wenn nichts los ist, fahre ich auch immer relativ egoistisch mit dem Häcksler, sehr mittig. Gerade an so Straßen wie hier, wo die Bäume sehr dicht an die Straße kommen. Es ist halt einfach entspannter, mittig zu fahren, weil man dann keine Angst um jetzt zum Beispiel die Spitze vom Gebiss hat. Die ist total weit außen. Der Spiegel ist total weit außen dann. Ja. Und oftmals ist es dann so, dass Autos, die von vorne kommen, also viele haben schon Respekt. Ich sag mal, jetzt hier habe ich jetzt keine Rundumleuchte an, weil die Maschine nicht so breit ist. Aber dann bei den ganz breiten Häckslern, dann bleiben die Autos dann auch schon oft stehen. Die meisten Autos leider nicht so pfiffig, die bleiben dann genau gegenüber von einem Baum oder von irgendeinem Bus stehen. Und du denkst dir so, fahr doch einfach eben 10 Meter weiter oder bleib in so einer Einfahrt stehen. Nein, es wäre, ja, also viele denken dann nicht nach. Beziehungsweise realisieren gar nicht, wie viel Platz man wirklich braucht. Der hier, der müsste, weiß nicht, 2,98 Meter oder so. Also der ist ganz knapp unter 3 Meter. Sprich, man braucht für den keine Sondergenehmigung, wenn er auf der Straße fährt. Alles, was über 3 Meter breit ist, muss man eine Sondergenehmigung beantragen beim Landkreis. Und gerade jetzt so wie hier mit der Leitplanke ist es total scheiße zu fahren mit dem Häcksler. Weil gerade wenn jetzt was entgegenkommt und man hinten lenkt, dann ist man total schnell an diesen Leitplanken dran. Wenn die Straßen so sehr begrenzt sind, dann ist es immer blöd zu fahren. Gerade wenn einem jetzt noch so eine Maschine entgegenkommen würde, was ja in der Maisernte oder Grasernte durchaus mal sein kann, dass einem genau gerade an so einer Passage dann noch wieder ein Häcksler entgegenkommt oder ein Mähdrescher oder sonst was, das ist schon blöd. LKWs gehen immer noch, weil die sind ja nicht so breit. Also die sind ja nicht so breit wie wir. Die haben ja alle ein Maß, außer natürlich Schwertransporte oder so, aber das kann man nicht vergleichen mit so. Ist nur immer blöd, wenn die meinen, die müssen dann überholen. Jetzt in so einer Straße oder so. Das ist Autos, das geht immer, aber weil LKWs ja nicht so schnell an dir vorbeikommen, ist es so eine Zeit, die man sich dann wirklich konzentrieren muss, nicht zu lenken, nur auf deiner Fahrbahnseite zu fahren. Ja, weil so wenn jetzt so die Straße, die ist halt genauso breit, meine Spur, wie der Häcksler breit ist, da habe ich keine 5 cm Platz. So, weil er hat jetzt Angst. Das hat er gemerkt, ich bin gar nicht so breit, jetzt konnte er auch weiterfahren. Wenn Sie eine
landwirtschaftliche Maschine überholen, dann sollen die auch überholen, dann sollen die Gas geben und nicht so ewig langsam an einem vorbeikriechen, weil das stresst einen ungemein, wenn das so lange dauert. Also das Überholen an sich ist gar kein Problem, aber wenn man sich so lange darauf konzentrieren muss, dass die so in so einem Schneckentempo, weil sie noch gucken wollen, was das für ein Ding ist, also das ist ganz, ganz nervig. Und alle, die jetzt auch noch Rotenburg wollen, ärgern sich. Mit der Maschine ist es jetzt nicht so das Problem, direkt durch Rotenburg zu fahren. Hätten wir jetzt eine Maschine gehabt, die ein bisschen breiter bereift wäre, dann wären wir um Rotenburg umzugefahren, dass wir halt von hinten quasi an die Werkstatt ranfahren. War alles super, kein Unfall, hat alles geklappt. Moin. Na, bringst du uns Arbeit? Ja, ich bringe euch Arbeit. Ihr wisst ja eigentlich soweit Bescheid. Einmal Service. Ja, genau. Alles klar. Brauchst du noch eine Unterschrift oder so? Geht wohl so. Geht wohl so, perfekt. Alles klar. Wenn ihr mehr landwirtschaftliche Themen sehen wollt oder mehr von meiner Arbeit, dann abonniert gerne den Kanal, guckt euch die weiteren Folgen an oder schaut in der ARD Mediathek vorbei.